Jo Leute, Max am Start und heute lernen wir endlich, wie man Daten in Roblox Studio speichert. Also richtig speichert. Mit dem Datastore Service. Und da das ein ziemlich großes Thema ist, wird es natürlich wieder unterteilt in mehrere Parts. Heute werden wir erstmal auf den Service eingehen und lernen, was ein Datastore ist. Beim nächsten Mal werden wir dann auch mal Datastore erstellen. Und wer weiß, was dann noch so auf uns zukommt. Wir gehen es erstmal ganz langsam an, damit ihr es auch in aller Ruhe lernen könnt. Das hier ist eine Theoriefolge. Und für eine Theoriefolge brauchen wir natürlich ein Skript. Das habe ich schon erstellt. Und in dem Skript habe ich auch schon einen Multiline-Kommentar hinzugefügt, mit dem wir jetzt Sachen aufschreiben werden, weil heute geht es ja natürlich um den Datastore-Service. Machen wir hier mal einen Abstand. Und der Datastore-Service, wofür ist er da? Richtig, er ist dafür da, dass wir Sachen speichern können. Um genau zu sein, er lässt uns Daten speichern. Was sind Daten? Daten sind natürlich Variablen. Und die Art der Variablen, die wir speichern können, ist ein bisschen eingeschränkt, weil der Datastore-Service speichert die Daten in JSON. Wenn ihr nicht wisst, was JSON ist, ist es gar nicht so schlimm, weil das wird gar kein großes Problem sein. Es ist einfach nur nützlich im Hinterkopf zu wissen, alle Daten, die ihr speichert, werden in JSON umgewandelt. Das ist einfach ein anderes Dateiformat, das dafür da ist, Daten leicht zu speichern. Speichern mit einem kleinen p. Und JSON kann natürlich nicht alle möglichen Datentypen enthalten, die wir in Roblox haben, die Roblox-eigen sind. Das bedeutet, JSON kann nur Numbers speichern, Strings, Booleans und Tables. Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt es mir in die Kommentare, aber ich glaube, das wär's. Numbers. Und dazu zählen Int-Values sowie auch Floating-Point-Numbers, wie manche Leute, die von euch sehr viel aufgepasst haben, noch wissen. Strings, also Text. Booleans, also True oder False. Und Tables. Theoretisch kann man auch Nil speichern, weil Nil ist gar nichts und dann wird halt nichts gespeichert. Aber Tables sind eingeschränkt. Tables, die gespeichert werden können, können nämlich nicht wie in Lua richtig tolle Mixed-Tables so sein. Es gibt nur zwei Arten von Tables. Nur als Listen oder Arrays. Das heißt, ein Table, wo 1, 2, 3, 4 zum Beispiel einfach die Werte mit Komma getrennt sind. Dazu sollte ich vielleicht mal erwähnen, dass Listen und Arrays nicht zwangsläufig das gleiche sind. Hier in Roblox ist es uns egal, wir können List oder Array dazu sagen, man weiß, was gemeint ist. In anderen Programmiersprachen und generell in der Computer Science unterscheidet man aber schon relativ stark zwischen Listen und Arrays und Tuples und Dictionaries und Classes, Objects, was auch immer. Aber hier benutze ich Listen und Arrays für das gleiche, und zwar Tables, die mit Numbers indiziert sind. Was hier in diesen Arrays drin ist, ist egal. Man muss halt nur bedenken, das sind Arrays und diese Arrays dürfen keine Lücken haben, weil Lücken, die in so einem Array sind, die gehen bei der Umwandlung in JSON-Format verloren. Weil ihr wisst ja, wenn ihr ein Table erstellt, beziehungsweise eine Liste erstellt und hier 1, 2, 3 reinschreibt, oder schreiben wir einfach mal 1, 2, 3 hier rein, ich mach's auch mal ein bisschen größer, so. Dann steht in Wirklichkeit ja hier vor den Dingern immer 1 ist gleich, 2 ist gleich und 3 ist gleich. Und ihr könnt hier nicht einfach machen, 1 ist gleich, 44 ist gleich und 876 ist gleich, weil wenn es dann in JSON-Format umgewandelt wird, dann fängt JSON oder der Umwandler fängt erstmal an zu zählen bei 1. Okay, 1 ist 1, wird gespeichert. 2, 2 ist nicht drin. Okay, gibt es vielleicht 3? 3 ist auch nicht drin. Okay, die Liste ist leer, das war's. Und dann wird nur 1 gespeichert und die Daten gehen verloren. Dementsprechend keine Lücken und Listen dürfen nur ihre Zahlensachen enthalten. Wenn ihr zum Beispiel jetzt zu dieser Liste hier noch andere Indexes hinzufügt, wie Shoe, dann ist es ein Mixed Table. Der hat einerseits Zahlen, andererseits aber auch Strings als Indexes und das funktioniert auch nicht. Dann geht dieser Schuh verloren. Nur mit den Indexes 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Negative Zahlen gehen als Index natürlich auch nicht. Und Dictionaries. Aber Dictionaries könnt ihr natürlich auch speichern. Also ganz normale Tables, die indiziert werden mit Hallo ist gleich 1, Tschüss ist gleich 2. Nicht vergessen, ihr dürft hier kein Ü drin haben, weil das ist ein UTF-8-Zeichen und UTF-8 wird nicht unterstützt, sondern nur ASCII. Merkt euch einfach kein R, Ö, Ü oder SZ, genauso wie bei Variablennamen und dann funktioniert das auch. Ihr dürft natürlich auch verschachtelte Tables speichern, das heißt, in Schuss kann auch ein weiterer Table drin sein und das kann dann natürlich auch wieder eine Liste sein. Und das ist gar kein Problem, das funktioniert. Aber halt nichts Gemischtes. Ihr dürft keine Arrays oder Listen speichern, in denen auch Strings oder andere Indexes verwendet werden und es dürfen keine Lücken drin sein. Und dann ist alles cool. Das hier schreibe ich mal in Klammern. So, aber jetzt haben wir genug gemeckert über Sachen, die nicht gehen. Jetzt schreiben wir nochmal weiter. Was ist das Besondere an den Datastore-Service und den Daten, die wir speichern? Wir speichern ja Numbers, Strings, Booleans und Tables. Die Daten bleiben über Serversitzungen hinaus bestehen und die Daten werden für die gesamte Experience gespeichert.
Also, über die Serversitzung hinaus bedeutet, wenn ihr den Server verlasst und auf einen neuen Server raufgeht von demselben Spiel, können die Daten dort geladen werden, die Daten bleiben da. Oder wenn der Server offline geht, zum Beispiel wenn ihr hier einen Playtest startet, den Playtest beendet und den nächsten Playtest startet, werden die Daten wieder geladen und sind immer noch da. Das ist super cool, das ist genau das, was wir wollen, Daten speichern, dass sie einfach bestehen bleiben. Daten werden für die gesamte Experience gespeichert. Falls ihr es vergessen habt, ich habe euch ganz am Anfang mal erklärt, es gibt Experiences und es gibt Places und es gibt die Plattform. Ihr könnt keine Daten plattformübergreifend speichern, aber wir können unsere Daten placeübergreifend, also für eine ganze Experience speichern. Dann wenn wir auf Ansicht und dann auf Asset Manager gehen, haben wir hier ja im Asset Manager unsere Orte. Ist jetzt auf Deutsch übersetzt, Places sind Orte. Und hier habe ich den Standard Place RSL drin, aber wir können ja weitere Places hinzufügen, mit Rechtsklick neuen Ort hinzufügen. Und dann haben wir noch ein Place hinzugefügt. Und wenn ich Daten hier in RSL drin speichere, können sie auch hier von Roblox Connys Place bla 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 abgerufen werden und umgekehrt. Ist kein Problem. Aber wenn ihr ein neues Roblox-Spiel erstellt, eine neue Roblox-Experience, zum Beispiel wenn wir hier jetzt rausgehen und ich zum Beispiel hier einfach irgendeine neue Experience erstelle, dann können die Daten von dort aus nicht abgerufen werden. Die Daten bleiben pro Experience bestehen. So, wir sind wieder zurück. Also, nicht vergessen, ihr speichert Daten für eure Experience. Ihr könnt sie place-übergreifend abrufen, aber nicht experience-übergreifend. Es gibt eine ganz wichtige Sache zu beachten, wenn ihr mit dem Datastore-Service in Roblox Studio arbeitet und auch wollt, dass die Daten in Roblox Studio gespeichert und abgerufen werden können, und zwar Datastore. Erstmal ein Rechtschreibfehler. Lässt uns einen Datensatz speichern, hat einen Namen, hat einen Datentyp, hat einen Inhalt, einen Schlüssel, einen Standardwert, Timeout, Update-Mechanismus, Lesemechanismus, Schreibmechanismus, Löschmechanismus, cool, was der uns alles sagt. Aber darum geht es doch gar nicht, weil, wichtig, Studio Access zu API Services für den Zugriff von Roblox Studio aus. Studio Access zu API Services ist eine Einstellung, wir sind ja mal die Einstellung durchgegangen. Diese Einstellung muss aktiviert sein, damit wir von Roblox Studio aus auf den Datastore Service zugreifen können. Weil sonst sagt Roblox Studio, nee, geht nicht, ist einfach eine Sicherheitseinstellung. Und es gibt Situationen, in denen ihr das nicht wollt. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr einfach ganz viel testet und Daten überschreibt und einfach rumprobiert in Roblox Studio. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr irgendwas in Roblox Studio testet und nicht wollt, dass durch euren Playtest eure Daten in der Actual Experience geändert werden. Das Einfachste, was man machen kann, ist, man geht auf Start, Spieleinstellungen, Sicherheit und macht Zugriff auf API-Dienste fürs Studio aktivieren wieder aus. Aber wenn wir jetzt wirklich mit dem Datastore-Service arbeiten wollen und Daten abrufen wollen, dann müssen wir das anmachen und gehen natürlich unten rechts auf Speichern. Bei mir war es schon an, weil ich ein Plugin habe, welches rummeckert, wenn das nicht an ist, weil es gibt natürlich auch Roblox Studio Plugins, die darauf zugreifen wollen. Dasselbe gilt nicht nur für den Datastore-Service, sondern auch für den Memory Store, aber um den Memory Store wird es in dieser Serie nicht gehen. Heute lernen wir erstmal, was Datastores sind. Nicht Datastores, sondern Datastores. Und man kann sich schon denken, der Datastore Service ist ein Service, welcher Datastores bereitstellt. Und so ist es. Über den Datastore Service können wir auf Datastores zugreifen. Und Datastores sind Verzeichnisse, in denen Daten zu Keys gespeichert werden. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen aufgepasst habt, könnt ihr euch darunter was vorstellen. Was sind Daten? Daten sind Numbers, Strings, Booleans, Tables, weil wir mit JSON arbeiten. Oder weil zumindest in JSON gespeichert wird. Ich mache ja mal so einen extra Abstand. Und was sind Keys? Keys sind zum Beispiel die Indexe von einem Dictionary. Es sind keine Indexe in Form von Zahlen, sondern es sind tatsächliche Strings, die wir verwenden. Also könnt ihr euch praktisch ein Datastore vorstellen wie ein Table. Und in dem Table gibt es Keys, zum Beispiel der Key namens Spieler 1. Und Spieler 1 enthält Daten von Spieler 1, zum Beispiel 12. Oder True. Oder ist cool. Oder was man halt tatsächlich eher macht, es enthält ein Table und in diesem Table sind dann die tatsächlichen Daten von Spieler 1. Zum Beispiel könnte man hier reinschreiben, Geld ist gleich 100, Rang ist gleich Spieler. Muss man natürlich in Anführungsstriche setzen, damit das auch ein String ist. Und Inventar ist gleich eine Liste von Sachen im Inventar, zum Beispiel Schwert, Schlüssel und Ball. Damit hätten wir praktisch unseren Datastore simuliert. Die tatsächlichen Daten, die in einem Datastore gespeichert werden, sind der Teil hier. Und man kann in so einem Datastore Dictionaries speichern. Dieser Table ist ein Dictionary, weil er wird indiziert mit Strings. Wenn wir das so schreiben, ist es in Wirklichkeit nichts anderes als das. Ist das Gleiche. Und für diese Strings, für diese Keys in dem Dictionary, haben wir andere Werte, zum Beispiel Numbers, Strings. Wir könnten auch Level 1 geschafft ist gleich True noch mit abspeichern, um Boolean zu speichern. Und man kann natürlich auch weitere Tables, zum Beispiel auch Listen speichern. Das Inventar ist jetzt eine Liste, weil wenn hier steht Schwert, Schlüssel, Ball, ist es ja natürlich Index 1 ist gleich Schwert,
Index 2 ist gleich Schlüssel und so weiter. Mache ich aber weg, weil das muss man nicht dazu schreiben. Ist genauso wie man das hier auch nicht dazu schreiben muss. Und außer man hat natürlich ein paar Zeichen, die nicht für Variablennamen zulässig sind in seinem Key drin. Dann muss man das so machen. Zum Beispiel, ich kann nicht Level 1 geschafft schreiben. Ich müsste das dann schon in eckigen Klammern und in Anführungsstrichen schreiben. Aber das solltet ihr ja inzwischen alles schon wissen. Ich rück das ja auch mal ein, dann ist es verständlicher. Also Datastore ist gleich ein Dictionary von Keys, zu denen die Daten gespeichert werden. Soweit so verständlich. Verzeichnis ist übrigens das deutsche Wort für Dictionary. In so einem Datastore kann es auch Unterverzeichnisse geben. Diese Unterverzeichnisse nennen sich Scopes. Aber Roblox rät inzwischen davon ab, verschiedene Scopes zu nutzen. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Performance oder so. Roblox supportet es noch, weil es früher viele Spiele gab, die Scopes genutzt haben. Aber auf der Dokumentationsseite steht, für neue Spiele sollen wir bitte keine Scopes mehr verwenden. Und jetzt kommt nochmal ein Level an Komplexität dazu. Also Datastores kann man sich zum Beispiel auch wie einen Ordner vorstellen, in dem verschiedene Dateien drin liegen. Der Datastore ist jetzt einfach ein Ordner. Wie ihr es aus Windows zum Beispiel auch kennt, da habt ihr einfach einen Folder irgendwo liegen, ihr macht den Folder auf und dann sind da drin verschiedene Dateien. Die Dateien haben alle einen Namen, also einen Key und einen Inhalt. Wenn ihr die Datei öffnet, kann da zum Beispiel das hier drin stehen. Ich habe mich dazu entschieden, es euch zu visualisieren. Also muss ich einmal kurz meine Desktop-Symbole wieder anzeigen. Wow, Conny, wie hast du es geschafft, so aufgeräumt zu sein? Ich habe jetzt meine Desktop-Symbole einfach rübergeschoben auf den anderen Bildschirm, damit ihr sie nicht seht. Ha! Und wir können jetzt zu diesem Desktop einen Ordner hinzufügen. Den nennen wir Datastore. Der Datastore kann natürlich auch nochmal einen anderen Namen haben, aber das ist jetzt einfach Datastore. Oder wir machen es so, wir nennen es Datastore Service. Und über den Datastore Service können wir mit einem Doppelklick auf den Inhalt zugreifen. Und der Inhalt vom Datastore Service, hier oben sehen wir Datastore Service, sind weitere Ordner. Zum Beispiel Datastore 1. Im Datastore 1 haben wir dann zum Beispiel Dateien. Ich gehe auf Neu und auf Textdokument. Und die Datei hat einen Namen, zum Beispiel Spieler1.txt. Und in Spieler1.txt, wenn ich das jetzt aufrufe, so, gehen wir mal hier hin zurück, kann zum Beispiel dieses Dictionary drin sein. Hoffe ich, dass ich dann so zugreife. Ist jetzt ein bisschen blöd formatiert und das kann man auch in diesem Editor nicht so gut ändern, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Aber in so einem Datastore können nicht nur Dateien drin sein, sondern eben weitere Ordner, und zwar Scopes. Das schreibe ich hier auch einmal dazu. Oder im weiteren Ordner Scopes. Und eigentlich liegen die Daten gar nicht in diesem Datastore-Ordner drin. Denn eigentlich hat man immer mindestens einen Scope. Und dieses Scope heißt Global. Aber das Scope muss man nicht angeben. Man muss seinem Datastore nicht sagen, ja, ich möchte jetzt von dir bitte die Daten von Spieler 1 aus dem Scope Global haben. Man sagt einfach, yo, gib mir bitte die Daten von Spieler 1. Und wenn man das Scope nicht angibt, nimmt Datastore automatisch das Scope namens Global. Ist euch das zu kompliziert? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es mir auch mal in die Kommentare, damit ich einfach ein Gefühl dafür habe, wann ihr was versteht. Ich werde es euch aber einmal nochmal visualisieren mit meinen Dateien auf dem Desktop. Denn tatsächlich haben wir hier in Datastore 1 eigentlich einen Ordner, der heißt Global, klein geschrieben. Und da drin ist Spieler 1. Und wir können hier drin nochmal weitere Ordner haben. Die können wir zum Beispiel nennen Scope 1. Die müssen natürlich nicht Scope 1 heißen. Die können so heißen, wie ihr wollt, aber einfach nur, um es euch zu veranschaulichen. Und in Scope 1 können wir auch wieder neue Dateien drin haben. Zum Beispiel ist Scope 1 jetzt ein Scope für Grundstücke, meinetwegen. Und dann sagen wir Grundstück 1. Und hier sind dann die Daten für Grundstück 1 drin. Und dann können wir hier auch noch die Daten für Grundstück 2 drin haben. Ist ja vollkommen okay. Was nicht geht, ist hier weitere Scopes drin haben. In Scopes können nur Dateien drin liegen, also Keys. Weil Grundstück 1 ist der Key und der Inhalt von dieser Datei ist dann der Inhalt, der gespeichert wurde. Wenn wir zurückgehen und jetzt zu unserem Datastore 1 sagen, ich möchte bitte die Daten von Spieler 1, dann sucht er nicht hier nach Spieler 1, sondern er sagt, warte, er hat mir gar kein Scope genannt, ja, dann nehmen wir mal Global und guckt nach Spieler 1 und dann sehen wir, ach, Spieler 1, hier. Und dann returnt er uns Spieler1.txt. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Das macht der Datastore-Service. Ich hoffe, jetzt habt ihr es verstanden. Also visualisiere ich euch das mal anders als hier. Also wir haben den Datastore-Service. Und im Datastore-Service können sich verschiedene Datastores befinden. Zum Beispiel Datastore 1. Im Datastore 1 können wir verschiedene Scopes haben. Zum Beispiel Scope 1, Scope 5, der Name ist egal. Und in den Scopes sind verschiedene Keys. Das heißt, wenn wir jetzt zum Datastore-Service sagen, ich möchte Datastore 1 haben, gibt er uns Datastore 1. Wenn wir zu Datastore 1 sagen, ich möchte jetzt Key 2 aus Scope 5 haben, dann guckt er erst nach Scope 5 und dann nach Key 2 und wir kriegen die Daten zurück. Wenn wir jetzt zum Datastore sagen, ich möchte Key 2 haben, aber das Scope nicht sagen, dann guckt er in Global und sucht nach Key 2 und wir kriegen die Daten zu Key 2. Wenn wir jetzt zum Datastore-Service sagen, wir möchten jetzt Key 8 haben und geben das Scope nicht an, dann sucht er in Global nach Key 8, sieht, okay, es gibt gar keinen Key 8, also legt er uns einfach
Key 8 an und returnt uns die Daten. Und diese Daten sind gleich nil. Aber dann ist der Key angelegt, sobald wir das machen. Ich bin hier auf... Kleiner Tipp, wenn ihr das Problem habt, geht rechts neben eurer Zurück- oder Löschentaste auf Einfügen, Einfk oder Insert. Das ist Überentfernen. Und dann geht das wieder aus und ihr könnt wieder ganz normal tippen. Und wir können natürlich auch zum Datastore-Service sagen, ja, ich möchte jetzt die Daten für Datastore 4 haben. Da gibt es immer einen Global Scope und da kann es auch Scopes geben. Aber es kann natürlich auch sein, dass gar keine anderen Scopes existieren, sondern das Global Scope, weil so sollen wir ja eigentlich auch unsere Datastores anlegen. Ohne extra Scopes, sondern nur mit Global. Und wir können auch dem Datastore-Service sagen, ja, gib mir meinen Datastore. Ohne zu sagen, dass wir Datastore 1 oder Datastore 4 haben. Und was returnt er uns dann? Er returnt uns Global. Es gibt nämlich auch einen Datastore, der heißt einfach Global. Und das ist der sogenannte Global Datastore. Und darin gibt es natürlich auch wieder Global für kein Scope oder Scopes, wenn wir welche anlegen. Und so ist es tatsächlich aufgebaut. Datastore Service returnt uns Datastores. Es gibt einen Datastore, der heißt Global, kleingeschrieben. Und es gibt dann die anderen Datastores, die wir alle anlegen. Und in den Datastores haben wir dann Scopes. Wenn wir kein Scope angeben, heißt das Scope immer Global. Können wir ignorieren. Ihr müsst euch dieses Global eigentlich gar nicht merken. Das kann euch vollkommen egal sein. Das ist einfach nur, damit ihr wisst, dass es existiert. Und wenn wir Global ignorieren, dann kriegen wir immer den Inhalt von Global. Oder wir können das Scope angeben, das wir wollen. Dann kriegen wir den Inhalt von diesem Scope zu unserem Key. So, das hier unten lösche ich mal. In der Dokumentation ist es ein bisschen blöd erklärt. Da steht auch öfters irgendwas von Global Data Store und Get Global Data Store und bla bla bla. Und wenn man sich die Dokumentation zu Data Stores anschaut oder zu Ordered Data Stores, wovon wir heute noch nichts lernen, dann steht da immer, das ist Type Global Data Store. Und das stimmt auch, aber sowas wie ein Global Data Store gibt es nicht. Denn das ist eigentlich nur die Basisklasse, von der Data Stores und Ordered Data Stores, von denen wir heute noch nichts lernen, ihre Eigenschaften beziehen. Wir kennen das ja, dass jedes Part auch ein Base Part ist und jedes Base Part auch eine Instanz ist. Aber nur weil eine Instanz auch ein Player sein kann, heißt es nicht, dass ein Player auch ein Part ist. So funktioniert das nicht. Es gibt immer eine große Klasse, von der alle anderen Klassen ihre Eigenschaften beziehen. Und von dieser Klasse Instanz beziehen Base Parts ihre Eigenschaften und von der Oberklasse Base Part beziehen Parts ihre Eigenschaften, aber auch Wedges und Zylinder und so weiter. Und genauso ist es auch mit Data Stores. Es gibt eine Oberklasse, die heißt Global Data Store und von der Global Data Store Klasse beziehen Data Stores und Ordered Data Stores. Darum geht es, wie gesagt, in der Zukunft. Dann auch ihre Eigenschaften, das heißt ihre Methoden, ihre Properties und ihre Events, auf die man dann zugreifen kann. Zum Beispiel hat jede Instanz, ja, wenn wir hier einfach mal rechts aufs Part gehen, eine Instanz hat nicht immer eine Brick Color, das kommt davon, dass es ein Base Part ist. Aber eine Instanz hat auch ein Name, Parent und so weiter. Dann, damit unsere Mitschriften vollständig sind, schreiben wir noch einmal auf, Global ist nur der Standard Data Store, wie auch die Standard Scopes Global heißen. Und der Global Data Store unterscheidet sich nicht von anderen Data Stores, außer, dass er halt keinen Namen hat, beziehungsweise, dass der Name Global ist. Jetzt habe ich so oft Ordered Data Stores angesprochen, aber gar nicht erklärt, was Ordered Data Stores sind. Deswegen, Ordered Data Stores sind wie Data Stores, aber geordnet. Wer hätte sich gedacht? Aber darauf gehen wir heute noch nicht ein, denn das reicht uns aber für heute. Wir haben heute viel gelernt. Wir haben gelernt, was der Data Store Service macht. Er gibt uns Data Stores. Wir haben gelernt, was Data Stores sind, dass man darin Daten speichert. Die Daten werden im JSON-Format gespeichert. Deswegen ist es ein bisschen eingeschränkt, welche Daten ihr speichern könnt. Wir haben gelernt, dass wir von allen Places serverübergreifend auf die Inhalte von unserem Data Store zugreifen können und auch dahin speichern können. Wie wir das machen, lernen wir in der nächsten Folge. Da werden wir dann endlich mal Code schreiben dafür. Wichtig, wir brauchen Studio Access zu API Services, um von Roblox Studio aus auf den Data Store Service zugreifen zu können. Wir haben gelernt, wie die Datenstruktur tatsächlich aussieht, dass der Data Store Service verschiedene Data Stores enthält. Einer davon heißt immer Global und die Data Stores enthalten verschiedene Scopes. Eins davon heißt immer Global und die anderen erstellt ihr selbst, solltet ihr aber nicht machen. Dann habe ich noch einen Tipp an alle von euch, die nicht so gut darin sind, sich solche Sachen zu merken. Versucht es mal jemand anderem zu erklären, wenn ihr irgendjemanden kennt, der sich von euch bequatschen lässt. Versucht einfach mal der Person zu erklären, was ihr heute gelernt habt. Dadurch lernt ihr es selber nochmal besser. Und falls ihr niemanden habt, dann versucht es euch selbst zu erklären oder einer imaginären Person. Das hilft eigentlich auch immer ganz gut beim Lernen. Für manche funktioniert das ganz gut, für manche funktionieren andere Methoden ganz gut. Dann gibt es noch ein Plugin, das ich euch vorstellen möchte, welches inzwischen aber
glaube ich, ziemlich teuer geworden ist. Es war schon damals relativ teuer, aber es ist halt das nützlichste Plugin, das ich kenne. Und zwar der Datastore Editor von Slidenik. Wenn ihr auf die Toolbox geht, dann einmal auf Plugins und nach Datastore Editor sucht mit einem Leerzeichen vor dem Editor, dann findet ihr hier den Datastore Editor von Slidenik. Nicht vergessen, Plugins von anderen Leuten solltet ihr immer vorher recherchieren, von wem kamen diese Plugins, ob ihr dem auch wirklich vertrauen könnt. Slidenik kann man vertrauen und er hat einen super guten Datastore Editor gemacht. So sieht er aus. Kostet inzwischen wahrscheinlich ordentlich Geld. Ich meine, seitdem die Serie angefangen hat, hat der Plugin Marketplace auch auf Echtgeld umgestellt, dass man die nicht mehr für Robux kaufen kann. Ich war glücklich, dass ich die Dinger noch für Robux kaufen konnte. Hat auch ein Upvote von mir verdient. Ah, kann ich gar nicht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal geupvotet. Ich hau einen Favorit raus, weil er sich das verdient hat. Und er hat auf Twitter geschrieben, dass da irgendwann mal ein Update kommt zu einem eigenständigen Tool, das man also nicht als Roblox-Plugin verwendet, sondern als externe Anwendung, um auf den Datastore-Service zuzugreifen, weil das ist auch möglich über API-Keys. Aber wenn wir den Datastore-Editor hier öffnen, dann sehen wir hier Connect to a Datastore und wir können einen Namen angeben und einen Scope angeben. Der Name ist der Name von dem Datastore und wir können hier sagen Use Global Datastore und was passiert? Blub, Global, Global. Fehleralarm, Fehleralarm! Und da fällt mir eine Sache auf, die ich ganz vergessen habe. Im Global Data Store gibt es gar keine anderen Scopes. Ich habe euch Schwachsinn erzählt. Im Global Data Store gibt es nur das Global Scope. Mann, solche Sachen passieren auch nur mir, ne? Außerdem ist auch etwas irreführend. Der Global Data Store hat gar keinen Namen. Anders als bei Global Scopes, bei dem der Name Global ist. Und wenn man nach dem Scope Global sucht, kriegt man auch das Global Scope. Kriegt man nicht den Global Data Store, wenn man nach einem Data Store mit dem Namen Global sucht. Den kriegt man nur mit einer speziellen Funktion, die ein Datastore ohne Namen returnt. Die Funktion, die lernen wir in der nächsten Folge. Ihr seht hier kleingeschrieben Global und wenn wir darauf jetzt zugreifen, indem ich Connect sage, seht ihr, da ist nichts drin, weil den Global Datastore habe ich nicht benutzt in diesem Spiel. Wir machen das mal aus und sagen hier, ich möchte jetzt auf Datastore 1 zugreifen und er soll mir einfach mal alle Keys anzeigen, die sich da drin befinden. Wenn ich keinen Scope angebe, wird immer das Scope Global verwendet und wir sehen nichts, no keys found. Weil ich auch kein Datastore mit dem Namen Datastore 1 habe, aber dieses Plugin hat netterweise auch die Möglichkeit, uns alle Stores zu zeigen, die es gibt. Und jetzt gehe ich mal auf List Stores. Bup. Wir sehen hier Banland Player Data ist ein Store, welcher von meinem Banland Plugin angelegt wurde. Gehen wir mal rauf. Dann haben wir Banland Player Data drin. Dann sagen wir List Keys. Und wir sehen hier für Spieler unterstrich bla bla bla. Das ist der Key. Das ist einfach nur Spieler. Und dann meine User-ID können wir raufklicken. Haben wir die Daten, die dazu gespeichert sind. Und das ist ein Table, beziehungsweise eine Liste. Auf Indexposition Nummer 1 sehen wir einen Eintrag. Der ist aktiv, Buyouts ist true, Case-ID ist gleich 1, Dauer in Sekunden 60, Grund ist darum, Increment-Faktor 0,5, Responsible-Mod ist Roblox-Conny. Da scheine ich wohl mal was getestet zu haben. Und mit dem Datastore-Editor kann ich die Daten hier tatsächlich auch anpassen und true zum Beispiel zu false ändern. Enter und es ist gespeichert, beziehungsweise erst wenn ich hier oben auf Save gehe, werden die Daten gespeichert. Das ist das Coole am Datastore-Editor-Plugin, auf das wir auch zugreifen, oder auf das ich auch zugreifen werde, wenn ich euch einen Datastore erkläre, damit ihr es besser seht. Wenn ich hier als Scope-Namen Global eingebe und dann List Keys mache, seht ihr auch wieder Spieler. Aber wenn ich jetzt als Scope-Namen Scope 1 angebe und List Keys mache, dann seht ihr nichts. Weil es kein Scope 1 gibt, beziehungsweise in Scope 1, wenn es existiert, nichts drin ist. Dass wir einmal die tatsächliche Anwendung der Sachen gesehen haben. Aber das war genug für heute. Ich habe mir gerade den Mund richtig fusselig geredet. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch ausführlich genug oder zu ausführlich war. Das war's jetzt erstmal. Bis dann und ciao!